He's a lovely man, Simon. But he's seen better days. Please, try not to disturb him. Wie? I'm sorry. I don't think I can help you. I'm not fit for service. Nö, was für ein Service. Also. Laterne an. So, Begutachtung. Okay, sie hat wieder Schmerzen. Wir freuen uns, euch mitteilen zu dürfen, dass eure Arbeit zur Studie über die Repräsentation von Tiefenknomen in der Drohliteratur zur Jahrhundertmitte nach Einarbeitung unter aufgeführten Korrekturen zur Veröffentlichung freigegeben wurde. Die Gesellschaft der Brillanz, es folgt 36 Seiten Anmerkung. Oh Gott. Ja, das ist ein weniger nice. Ich weiß nicht, mit welchem Recht ihr euch hier in unserer schönen Stadt einnisten wollt, aber Baldur's Tor will euch nicht haben. Geht zurück ins Unterreich oder zur Absoluten oder wo ihr auch immer hergekommen seid und hört gefälligst auf, euch gedankenschindender Unsinn in unserer Stadt zu verbreiten. Okay. Alle mal rein. What a scene. Whoever did this had no rhyme or reason. Just viciousness. Watch your back. So, Brief bezüglich Gravenhol. Mal lesen. Anarael, ich vermute, ihr wusstet, dass es so kommen würde. Wenn ihr diese Nachricht findet, bin ich bereits fort. Ich habe all eure Vorschläge beherzigt, aber der Ruf der Gravenhol-Bibliothek wurde einfach zu stark. Ich weiß, dass ihr wütend auf mich sein werdet, aber unter dieser Wut wird sich Sorge verbergen, also schreibe ich euch. Sorgt euch nicht um mich. Ich vertraue darauf, dass die Bibliothek mich führen wird. Könnte es denn einen besseren Besucher geben, als jemanden, dessen Absichten so rein wie die meine? Und sind wir nicht Erkunder des unermesslichen Wissens des Unterreichs? Oh, ich hätte euch so gerne dazu überredet, mich zu begleiten. Aber da es mir nicht gelingen wollte, verspreche ich euch, dass ich vorhabe, gesund und munter zu euch zurückzukehren. Ich werde euch nicht bitten, auf mich zu warten. Ich trage nur die Hoffnung im Herzen, dass ihr es tun werdet. In aller Liebe, Danny. Let's see. Notizen. Something over there. Vielen Dank. All meine Hypothesen sind nur das Theorien, nichts weiter, sofern ich sie nicht unter kontrollierten Bedingungen überprüfen kann. Ich benötige ein brauchbares Githyanki-Ei. Muss irgendwie an eines gelangen, sonst ist Havek-Lag kein ernstzunehmender Forscher, nur ein intellektueller Dilettant. Sehen es wieder da durch alles Mögliche hindurch, ne? Ach. Okay. Ah, Schlüssel. Dann auf ins Graue lesen. Aus Barakui, bestimmt zum Regieren, durch böses Tentakel uns quält, will uns verwirren, verführen, den Grauen gehört diese Welt.
Orindol, Stahl, alles aus unserer Hand, doch lehrten wir Waffen man hält? Schmiede zu Eisen euer Verstand, den Grauen gehört diese Welt. Holt zurück, was uns gestohlen, zerstört, was euch nicht gefällt. Der Ausgeschossene hat uns befohlen, den Grauen gehört diese Welt. Tauscht Herz gegen Willen aus Stahl und schmiedet bis ein Schmerzensschrei Geld. Kündet allen von unserem Fall, denn Grauen, nur Grauen ist unserer Welt. Okay. I'll just help myself. Könnte das der geschlüpfte Githyanki sein, der da... Kampfstab. Der Patarnische Kodex. Mhm. Just like old times. So. Da sind ganz viele Pilze. So. A fearsome hunter reduced to this. Okay. Invasionspläne für Baldur's Tor. Eine Karte von Baldur's Tor auf die Oberstadt, die Unterstadt und die Vorstadt bis hinaus zur Würmbrücke zu sehen sind. Außerdem der Grauhafen und der nähere Verlauf der Chiontar. Invasions... Also ich meine, die haben schon ein paar schöne Sachen. Und die sehen auch verhältnismäßig wertvoll aus. Eine Karte der Schwertküste vom Treibeisenmeer bis hinunter zum Stück nördlich von Amn, einschließlich mehrerer der Inselgruppen in der Schwertsee. So. Das können wir jetzt sehr gerne gebrauchen. Dann müssen wir wahrscheinlich noch einen Tentakelfreund irgendwo finden. Also die haben sich sehr gut gehen lassen, ne? So. Jetzt ist er schon überladen. So. 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 So, jetzt sind hier war noch irgendein Misserfolg. Okay. Sieht. This one was young. Doubt it put up much of a fight. Okay. Verwenden. This one was young. Doubt it put up much of a fight. Ah. Despite everything. Keep your blade close. Da unten haben. Stay low. Ich schleiche mich mal nach oben. Okay, hier ist ein Beutel. So. Alle mal. Gekonnter Betrug. So, dann. Brauche ich mal hier kurz. Den Kollegen bis da. Oh, Schattenherz. So. So. So, wir gehen mal rein. So. Dann machen wir hier mal zu.
Okay, hier sind wieder ganz viele der Brillanz. So, Studie der Erze. Eine bemerkenswerte leidenschaftliche Sammlung von Forschungsnotizen über Erze. Die Begeisterung der Oberfläche für Gold und Silber überrascht mich zutiefst. Diese Metalle besitzen weder die praktischen Vorteile von Mithral noch die erstaunlichen Eigenschaften von Verzeiht, wie spricht man G und K nacheinander aus? Hitzakur. Und sind dennoch so begehrt, als kämen sie aus Moradins ureigener Schmiede. Entweder sind die Oberfächer völlig verblendet oder haben tatsächlich recht. Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Ich habe einige Proben für eine Testreihe beschafft. Fürs Erste lagere ich sie in einem der Gemächer, aber sollte sie sich tatsächlich als so wertvoll erweisen, wie die Bewohner der Oberwelt behaupten, werde ich sie an einen sicheren Ort verlegen. Geschichte der Gesellschaft der Brillanz von den Mitgliedern erzählt. Eine Mitschrift der ersten Zusammenkunft von Omelium Graziax Blurg Slupidup Y und Skris, aus der die Gesellschaft der Brillanz geboren wurde, sowie Protokolle folgender Treffen ebenso verzeichnet. Aussagen und Stellungnahmen neuer Mitglieder, die seitdem beigetreten sind. Asterion. Nehmen wir. So. Schild der Diener. Dann fehlen noch drei. So. Absolut entnervend. Diese Abhandlung befasst sich mit dem Aufstieg des Kults der Absoluten. Er nimmt eine klare, beißende Perspektive ein, die gleichzeitig aber auch beeindruckend ist, aus einem Auszug. Ich scheue nicht vor der notwendigen Kritik an dieser Inkarnation eines Kults zurück. Charismatische Führung, Ritualismus, idiokulturelle Phrasen, Gesten, Betonungen auf Heiligverehrung, auf Kosten der Selbstherabsetzung oder völlige Auslöschung der eigenen Identität. Zeichen und Symbole, gemeinsame Ziele, Ausgrenzung aller Nicht-Eingeweihten etc. etc. Doch die Absoluten scheinen in dieselbe Kategorie zu fallen wie die wirklich gefährlichen Bewegungen der Geschichte. Die Lehre der Absoluten hat durchaus ihre dunklen Reiz. Sie zu ignorieren bringt eine große Gefahr. Okay. Zerbrochenes Parasitenglas. Okay. Die Pilgerreise nach Gramhol. Ein persönlicher Bericht einer Pilgerreise von Mitgliedern der Gesellschaft der Brillanz nach Gramhol in den frühen 1490er TZ aus der Feder des Troglodyten Skris, einschließlich der Geschichte von Gasrims Ring, den Familien der Mitgliedern gewidmet, die sich auf der Suche nach Wissen mutig ins Unbekannte gewagt haben und nie zurückgekehrt sind. Veröffentlicht in der Gemeinsprache der Unterreiche, später übersetzt in die Gemeinsprache. Über die Ursprünge des Bösen. Teufel, Dämonen, Gedankenschinder, Draw, Githyanki, was haben all diese Kreaturen gemeinsam? Konventionelle Weisheit lässt vermuten, dass es die Beschaffung ist, die wir das Böse nennen. Aber wie weise wäre diese Antwort wirklich?
Kratz an einer Schicht unter der Oberfläche und ihr werdet feststellen, dass es noch andere gemeinsame Nenner gibt, die vielleicht deutlich mehr mit individueller Erfahrung zu tun haben als der undefinierte Begriff des Bösen. Auf den folgenden Seiten werden verschiedene Argumente für die Ursprünge des Bösen angeführt, die im Leiden der Generationen, in den Göttern, im Selbst und in Umwelt wurzeln oder jedoch zu einem klaren Ergebnis zu kommen. Ohne jedoch zu einem klaren Ergebnis zu kommen. So. Die dämonische Krise. Ein Buch mit zahlreichen Fußnoten. Es handelt vom Angriff der Dämonenfürsten auf das Unterreich in den späten 1480ern, TZ und der nachfolgenden Läuterung vom Wahnsinn. So, was haben wir? Studie von Sporen und ihrer oberirdischen Effekte. Die Notizen sind sehr ausführlich, langatmig und eng aneinander gedrängt. Das Testexemplar nimmt seit 4 Tagen ausschließlich Sporen zu sich. Sogar Wasser wurde abgelehnt. Ich vermute, dass es trotz all meiner Bemühungen aufgehört hat, auf äußere Reize zu reagieren. Es scheint keine Schmerzen zu haben. Die einzigen Symptome, die ich beschreiben kann, deuten vielmehr auf Ekstase hin. Die Augen sind glasig und werden jetzt von einem sanften Lächeln begleitet, an dessen Rand ein steter Speichelfluss beobachtet werden kann. Ein verstörender Anblick. Ich nehme an, das Versuchsexemplar leidet an einer Art Rausch und darf aus Sicherheitsgründen nur langsam entwöhnt werden, um keine langfristigen Schäden zu verursachen. Ich glaube, die Schäden sind schon angestellt. Die was Flick ja okay, noch kompliziertere Namen, ne? Eine umfassende Chronik der Bababa-Verfolgung, angeführt von der dunkelelfischen Loth-Priesterin Ilvara. Städtische Erkundung, die Unterstadt. Für unerschrockene Abenteurer, die Baldur's Tor erkunden wollen, gibt es keine größere Herausforderung, als das dunkle Reich unter den Straßen der Stadt zu entdecken. Jeder weiß natürlich, dass die Abwässer der Stadt durch eine weitreichende Kanalisation fließen, deren Tunnel die stinkende Brühe bergab in den grauen Hafen tragen. Wenn man über einen der runden Gullideckeln auf der Straße in die Kanalisation hinabsteigt, betritt man eine widerwärtige, aber ein faszinierendes Reich, in dem hauptsächlich der halbzivilisierte Koboldstamm umherspukt, der die Rohre und Kanäle freihält. Und irgendwo in den tiefsten Winkeln verborgen soll die Kanalisation mit den längst vergessenen Tunneln der Unterstadtruinen verbunden sein, in denen es wirklich spukt. Ein packender Gedanke, diese gefährliche Region zu erkunden, doch aus Gründen der Haftung kann ich nicht dazu raten. Die Aussprache der Gemeinsprache für Monsterspezies pädagogischer Leitfaden. Ein Leitfaden für Lehrer, wie Monster die Aussprache der Gemeinsprache am wirksamsten beigebracht werden kann. Inhalt: Einführung, ein methodischer Ansatz für den Erwerb der Sprachfertigkeiten. Kapitel 1: Grundregeln der Phonetik. Kapitel 2: Vokale. Kapitel 3: Kombinationen von Konsonanten. Kapitel 4: Praktische Übungen. Kapitel 5: Weitere Hilfestellungen. Kapitel 6: Artspezifische Herausforderungen. Schon interessant, da nix. Leitfaden für ungeduldige Goblins. Goblins, Ratgeber eines Sprinters von Konrad Meringer. Reden wir über Goblinoide.
Ein durchschnittlicher Goblin ist gut bewaffnet und gerissen. Auch wenn sie nicht die besten Strategen sind, so sind sie doch in größeren Gruppen tödlich. Hobgoblins sind die disziplinierteren Ausprägung der Spezies. Sie sind klüger, stärker und so gemein wie ein Sack voll Igeln, weshalb Hobgoblins die natürlichen Anführer ihrer Verwandtschaft sind. Grottenschrats sind so zäh wie Oger, nur gerissener, und sie können nervtötend leise sein, wenn sie möchten. Geht diesen hinterhältigen Schlägern aus dem Weg. Ich gehe ihnen allen aus dem Weg, Freunde. So. Dann, der Kollege muss noch einmal nach unten. Etwas habe ich noch vergessen. Does this count as adventuring? Und zwar mit Kollege Schnürschuh mal fragen, was los ist. The corpse regards you lifelessly. Was ist euch zugestoßen? Experiment gone wrong. Not my fault. Hauptsache sagen nicht sein Fehler. Wer hat euch getötet? Subject Githlad Hataris. Was habt ihr getan? Proving theory. Genetic morality. I was right. Warum wurdet ihr getötet? Careless. Skipped. Precautionary termination. Wo ist euer Mörder jetzt? The corpse remains silent. It does not know. The spell's power wanes. You can ask no more questions. Okay. Just out of view. Dann haben wir das. Also, das Ei, das wurde ausgebrütet. Okay, dann. Never a dull moment. Speichern. Und mal schauen. Let's see. Oh. Ja, okay. Und dann geht's noch nach oben. Okay, warte mal. Dass da nicht ich mich da down verklicke. Dankesnachricht. Sehr geehrte Kollegen der Gesellschaft, eure Einladung, unsere Arbeit in der Longe vorzustellen, haben wir dankend empfangen. Eine ausführliche Antwort folgt, sobald ich Gelegenheit hatte, mich mit meiner Kollegin Omelium zu beraten. Wertet dieses Schreiben bis dahin als vorläufige Zustimmung und Dank für eure Interesse. Ich freue mich darauf, bald persönlich mit euch sprechen zu können. Mit besten Grüßen, Blurk. So. Das verlorene Grab von Cam. Ein Buch mit Forschungsnotizen über das verschollene Grab der halbelfischen Zauberin Brysis von Calem. Über die Halblings Faragas Rumpfluss und den verschiedenen Versuchen der Gesellschaft im Laufe der Geschichte, das wahre Grab zu finden. Okay, da haben wir was zum Knacken. Let's have a look. Alles muss mit. So, ich gehe mal noch kurz nach oben schauen. Und das dürfte dann wahrscheinlich Omeliums Zimmer sein. Kiste öffnen. So.
Bücherregal. Begegnung mit dem bösen Vettel. Ja, das haben wir schon gelesen. Die Unbeanspruchte. Das sagt mir jetzt gerade nicht. Im Leben hatte sie tadellos gedient. Täglich gab sie sich der Herrin des Verlusts hin. Ja, das haben wir gelesen. So. Okay, da hat es wieder zum Schlossknacken. Hä? With haste. Kannst ja. So. Asterion. Schlossknacken. Einmal. So. Korrespondenz von Dame Esther. Lieber Meister Havegla, ich hoffe, ihr empfangt diesen Brief in guter Gesundheit und besten Laune. Erlaubt mir, mich vorzustellen. Ich bin Dame Esther, eine leidenschaftliche Forscherin der Mysterien der Welt und eine hingebungsvolle Verehrerin aller Wunder der Schwertküste. Zweck meines heutigen Schreibens ist es, euch von einer mitreißenden Entdeckung zu berichten. Ich habe eine aktive Githyanki-Krippe hier in Ferun gefunden. Eine aufregende Neuigkeit, darin sind wir uns sicher einig. Der Weg zu dieser Entdeckung war jedoch beschwerlich und hat sowohl meine Moral als auch meine Vorräte erheblich geschöpft. In eurer geschätzten Position seid ihr gewiss mit den Schwierigkeiten vertraut, die die Infiltrierung eines solchen Orts mit sich bringt. Ich bitte euch daher demütig um eine Vorauszahlung, auf das ich eure edle Mission erfüllen kann. Ich harre mit Spannung eurer Antwort und hoffe, dass ihr meiner bescheidenen Bitte im Dienste eures bahnbrechenden Werkes nachkommen werdet. Euer getreue Dame Esther. Dann mal hier rauf. Und dann geht's durch so ein komisches Portal. So. Wir wissen alles, was da so für Portale sind. Das sind so Githyanki schlechter Portale. Ja, das war jetzt. Ja, komm, Ölflasche wird wahrscheinlich einen Grund haben. So. So, machen wir einmal komplett voll. Who are you? Another who needs to learn the difference between right and wrong. A Githyanki youth, and a familiar one at that. Can it be that this is the one who hatched from the egg you took from the crash? Ich bin Marvin. Wer seid ihr? I am Petaris, and I am good. Father was bad. They all were. I tried to make them better, but they were not strong enough. They lacked resolve. Wer war euer Vater? Havkalag. He brought me from the shell, raised me quickly, taught me to be good. But he failed me. He was not righteous. He was not innocent. His thoughts were impure. Such evil can only be cured one way. With pain. With torment. And if that does not work, with death, tell me, are you a good person? Kommt auf die Definition gut an. There is only one way. The Petarian Code. Do you follow it? Was ist der Petarnische Kodex? It is honor. Justice, the true form of goodness we all must live by, decreed by Bahamut himself. You are not
incapable of following its teachings. I know what you did to me. I see the memory of it. Right there in your head. You stole me from my people. Gave me to that woman. Unhatched. Defenseless. You let me be brought here so father could hurt me. You are bad. You must be taught a lesson. Überzeugen. Ohne mich wärst du getötet worden. Ich habe dich gerettet. Gedanken wahrnehmen. Ja, wir können es ja probieren. Ja, haben wir noch eine? Ja, komm, einmal. Yes! He deserved it. They all deserved it. I should feel better now. Why don't I feel better? Ihr fühlt euch seltsam, richtig? Das ist euer Gewissen. Es sagt euch, dass ihr aufhören solltet. My what? Father said I lacked a conscience. He said I was a nasty, evil thing, but he could make me good. He cured me. Er hat euch angelogen. Niemand wird böse geboren. Wer gut ist, der vergibt jenen, die gesündigt haben, und bestraft sie nicht mit dem Tod. Geheilt, für mich seht ihr immer noch wie ein Githyanki aus. You're right. You're right. I killed him. I killed all these people. I am no better than any of them. The code is flawed. And I am a monster. As he said I was. I cannot be trusted. What have I done? Eine günstige Gelegenheit der Gesellschaft der Brillanz. Aber Omelium habe ich bis jetzt noch nicht gesehen, ne? Moving in. Also Brötchen mit Sonnenblumenkerne. Und das ist etwas, was... Also außer... Irgendwas wurde da nicht... Also außer einer der Beutel ist vielleicht Omelium gewesen, aber ich könnte es nicht sagen. Wirkt jetzt mal auf den ersten Blick nicht so. Seil. What's up for discussion? Komm, reden wir nochmals mit dem. Irgendwas, denke ich, wird... What have I done? Einen Fehler. Zu einem lebensgefährlich
falschen, aber... Ja, komm, den Rest lasse ich da mal. Aber wenigstens ein Leben. Aber Omelium habe ich da wirklich nirgends im Ansatz gesehen. Ja. Nirgends. So, was haben wir da? Da sieht aus, als würde jemand trainieren. Das sind nur Flüchtlinge. Da sind wir. Ah, da unten ist er. Okay. Da haben wir nichts. Da geht's zur erröteten Nixe. Da sind wir wieder beim Park. Wo da ein wenig Blutbad draus geworden ist. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hier und schauen uns da mal um.